Yo, ich meine, hey Leute, heute geht's weiter mit Split Second. Und zwar starten wir die Folge durch die Mitte. Der epische Kampf um den Meistertitel nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Gleich ist Action angesagt, denn das Kraftwerk öffnet zum allerersten Mal die Pforten. Jetzt können es die Fahrer dem Hubschrauber endlich heimzahlen. In der brandneuen himmlischen Rache. Dem heutigen Gewinner winkt ein exklusiver Wagen. Jetzt heißt es festhalten, denn gleich geht es richtig zur Sache. Habt ihr gehört? Das geht jetzt richtig zur Sache. So richtig zur Sache. Und deswegen fahren wir jetzt ein normales Rennen mit dem Cobretti GT500 und wir ballern die alle weg. Also, Entschuldigung. Baller die alle weg. Ihr guckt zu. Verstanden? Ich bin hier der Fahrzeugführer. Mensch. Ich fahre immer noch mit Controller. Ich habe eben überlegt, ob man vielleicht doch besser mit Tastatur fährt. Neue Strecke. Aber irgendwie finde ich es voll cool mit dem Controller zu fahren. Deswegen. Ja, sehe es jetzt nicht so ein. Ich habe auch die Kommentare gelesen. Auf jeden Fall kommt als nächstes ein Republic Commando Let's Play. Da freuen sich alle drauf. Ich besonders. Weil ich das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt habe. Und einfach Bock drauf. Ja, hier kommen wieder die klassischen Powerplays. Ich habe gerade irgendwie 12 Testaufnahmen gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mein Mikro in den Systemeinstellungen zu leise war. Es war nämlich 56 und es hätte auch. Das war knapp. Auf A91 oder so sein müssen. Und jetzt ist wieder hochgestellt. Jo. Jetzt müsste man mich wieder gut verstehen können. Lauter als das Spiel zumindest. Wenn es jetzt diese Folge noch nicht perfekt ist, dann werde ich es in der nächsten einfach nochmal ein wenig adjustieren. Doch schon länger nicht mehr aufgenommen, aber ich meine, das verlernt man ja nicht. Das ist wie Fahrradfahren. Split Second fahren ist wie Fahrradfahren. Man sieht ja auch, ich bin einfach ein Profi. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade nicht gedriftet, weil ich einfach ein Profi bin. Da lassen wir einen überrollen, explodieren. Hat beides nicht funktioniert. Das ist immer noch am Leben, immer noch am Leben. Jetzt hätte ich ihn gekriegt. Yep. Seht ihr? Ich habe ihn gekriegt. Ich vorausprophezeit. Jetzt fahre ich durch den Kühlturm und irgendwer sprengt ihn in die Luft. Ja? Nein. Nicht passiert. Der eine Kühlturm ist untergegangen. Während ich drin war. Das ist relativ normal in diesem Spiel. Deswegen, ja. Wäre ich ein bisschen langsamer gewesen, dann wäre ich wirklich die Abkürzung durchgekommen. Und dann wäre ich auch nicht irgendwie so Fünfter auf einen Schlag. Gut, ich bin Zweiter. Aber. Jo, okay, das war legitim. Legitimes Sterben. Meine Drifts, die sind der Killer, der Knaller, der Knüller, der Bringer. Oh, ich bin erster. Da ist wohl irgendeiner gestorben. Ja, nice, ja, nice. 1, 2. Das hat ihm nicht gut getan. Armer Junge. So. Ja. Ich hol den Sieg für uns.
fahre den Sieg nach Hause. Ja gut. Das war zu mutig. Zu mutig. Da hätte ich einfach normal fahren sollen. Jo, wenigstens Atkinson zerstört. Bin ich immerhin Zweiter und nicht Dritter. Verdammt. Das ist dumme Drifterei. Drifterei. Ja. Pauri hat zerstört. Das könnte noch was werden hier. First try gold. Yeah, no problem. No problem. Ich müsste mal jeden Moment checken, wie lange ich schon aufgenommen habe. 50 Credits. Natürlich. Noch 50 Credits, um den Rebek Thunder zu gewinnen. Ob man den wirklich haben will. Strecke für das schnelle Spiel freigeschaltet. So, einmal ganz kurz. Alt-Tabben. Jo, 6 Minuten, das heißt. Ich nehme noch. Bis 37 auf. Ja, bis 37 müsste ich noch aufnehmen. Okay, himmlische Rache. Den machen wir fertig. Wir als Team. Für längere Drifts geh erst vom Gas und gib dann Vollgas. Ja. Die himmlische Rache. Da oben ist die Lebensanzeige vom Schrauber. Ja. Ich sammle jetzt einfach Powerplays durchs Ausweichen und kann dann dadurch dem Helikopter Schaden hinzufügen. Ich will natürlich nur viel Schaden machen, deswegen warte ich noch, bis es voll ist. Und macht dann die volle Dosis, die volle Ladung Action. Könnte natürlich knapp werden. Jo. Ja, ich sollte glaube ich wirklich auf die großen sparen. Auf die Mega Powerplays. Passiert. Versehentlich irgendwie perfekt gedriftet. So. Oh ja. Oh, Baby. Super locker hier. Ich glaube, ich kann auch durch Driften was bekommen. Deswegen habe ich jetzt nochmal gedriftet. Ganz schön anstrengend, heilige Scheiße. Ey. Ich bin nur noch Zweiter geworden. Das lässt sich ändern, indem ich nochmal fahre. Und jetzt diesmal mache ich direkt versuche ganz viel zu driften. Für schnelles Spiel freigeschaltet, ja. Versuche jetzt ganz viel zu driften und immer darauf zu ballern, wenn ich einen Mega Powerplay habe. Und dann sollte ich good to go sein. Ah,
Weiß auch nicht, warum ich nicht so gedriftet bin. Ist ja eigentlich viel besser zu driften. Yo, direkt. Erwischt. Mega nice. Die Drifterei, die bringt's echt. Junge, Junge, Junge. Der fliegt ja fast hier gegen die Brücke. Brücken. Pfeiler, Dinger. Ihr wisst schon. So, wo kann man wieder driften? Hier kann man wieder driften. Nicht so gut. Aber jetzt ist eh immer. Ah, ne, wobei. Ich glaube, einen muss ich noch machen. Ne? Yeehaw! Yeehaw! Ich kann ja auch nichts dafür. Die Luft ist rein, gewinne dein erstes himmlische Rache-Event der Saison. Und was habe ich noch bekommen? Wagen freigeschaltet. Oh ja. Den Ryback Thunder. Und guckt euch die Zeit an. 1,40. 2,10. Oh mein Gott. Wie schlecht. Wie schlecht. Meine Herren, du. Was sagt er hier? Ja, Geschwindigkeit ist ja um einiges besser, der Ryback Thunder, aber bin mehr so der Beschleunigungstyp. Ich rase lieber so ein bisschen durch die Gegend. Außerdem kann man hiermit besser driften und ich will ja Gegner zerstören. Und Gegner zerstören ist mein Hobby. Das ist das letzte Rennen, was wir fahren. Zusammen. Heute. Danach ist erstmal Babesee. Es ist die Montagfolge und danach kommt die Mittwochfolge. Ja, noch 12 sollte ich glaube ich zerstören. Das lässt sich glaube ich ganz gediegen erledigen. Irgendwer macht hier eh immer den. Gebäude ist einfach so. Ist normal. Ja. Ja gut, wenn ich jetzt die ganze Zeit Erster bleibe, dann ist ja langweilig. Ne? Was soll denn dann da noch groß passieren? Ich wäre gerade fast in den Bus reingefahren, weil ich nicht geguckt habe. Das war mal eine perfekte Kurve. Heilige Scheiße. Das ist mir noch nie so passiert. Kann man doch bestimmt die Strecke in der Baustelle. Ach nee, kann man ja gar nicht. Ja, ich nehme das jetzt gar nicht so ernst hier, weil ich muss da noch Gegner verstehen. Was? Also. Ich habe mich gerade zerstören lassen. Fahr los, drück zweimal auf Powerplay und bin direkt wieder Erster. Ich meine, ich weiß ja auch nicht, was ich tun soll. Es ist eben einfach einfach. Ich kann da nichts, ich kann nichts gegen tun. Ja. Ah. Konnte man jetzt nichts machen, es war einfach unausweichlich. Unverweichlicht. Jetzt, Leute, es ist erst die zweite Runde. Ich mache jetzt hier drei Powerplays mit der ersten.
Hier ist doch, wie es läuft. Dieses Spiel. Da war gerade keine gute Drifterei dabei. Gut, dass ich dem nicht hinterhergefahren bin. Das ist ja anscheinend sehr gefährlich hier auf der Baustelle. Die Baustelle! Ein Kolosser! Ja, ich kann die Gegner sehen. Ist fein in der Entfernung. Oh. Na toll. Bin ich die Abkürzung nicht gefahren, weil ich die nicht machen konnte, weil ich Idiot den Blödsinn vorher gemacht habe. Ja, das wird jetzt knapp. Ja, eventuell muss ich die Strecke nochmal fahren. Ja, Poirier. Würde ich sagen, Poirier. Hier auch immer der zerstört wurde. Naja. Jetzt habe ich schon so lange überzogen. Aber ich muss es jetzt noch zu Ende bringen. Ich muss einfach. Es geht nicht anders. Ich muss es zu Ende bringen. Und ich bring es zu Ende. Event wird wiederholt. Gas wird gegeben. Decals werden bestaunt. Ja, sag ich. Sind es Decals? Deckels? Diesels? Zum Geier nimmt man das. Gar nicht, wie viele das wohl gesamt war. Ich bin auf jeden Fall schon mal Erster. Bisschen gedriftet. Ein bisschen dies, ein bisschen das. Ein bisschen Autos ausweichen, die vom Rand auf einen zu fliegen. Ein bisschen Nase jucken. Ich würde mir gerne mal die Nase kratzen. Aber geht nicht. Timing muss auch immer perfekt sein beim Driften. Wenn ich die Bremse vor dem Gas drücke, dann. Uiuiui. Den ist Alice. Der Bay. Warum hat die Strecke so viele Kurven? Ich will mir die Nase kratzen. Ja. Nase ist gekratzt. Durch Bartlett wurde zerstört. Kein Payback. Schrecklich. Wow. Ruhig mit den jungen Pferden. Mensch, ich will Sachen machen. Und dann geht das alles nicht. Ah, jetzt kann ich doch. Wollte ich tun. Jetzt kann ich nächste Runde über den Kran fahren. Tada! Ich bin schon 2,5 Sekunden daraus. Macht ja gar nichts. Ach, die Gegner, die werden schon wieder aufhören. Das ist bezeckt. Kommt man dem ersten Platz auch immer mal wieder hinterher. Alle drei rennen. Voll lustig.
Ah, ich kann diese Kurve einfach nicht gut schaffen, weil immer irgendwer dieses Ding zum Explodieren bringt, obwohl es ja schon tausendmal explodiert ist. So, jetzt mit der Nase kratzen dran. Ich kann eine Nase nur so viel jucken. In so kurzer Zeit. Bisschen unbegreiflich. Ah ja, ja, ja. Perfekte Drifts, das will ich sehen. Ja. Wenn man mich überholt, dann muss man das Risiko kennen. Ist eben so. Und jetzt fahre ich über den Kran. Gar kein Problem für mich. Und zip. Jeden Moment bin ich Erster. Jawohl. Da ist es. Ja! Ach, zu spät. Zu spät. Es ist unglaublich, wie da das Timing sein muss. Da war jetzt gar kein Timing. Das war immer richtig scheiße. Ich frage mich, ob man gebremst wird, wenn man hier in der Mitte über die Schienen fährt. Über die Gleise. Ja. Wie ihr seht, ist alles super einfach. Deswegen verabschiede ich mich jetzt hier für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich geil findet, könnt ihr mich abonnieren. Guckt die anderen Videos, findet mich geil. Bleibt cool und so weiter. Ciao.